Der Droid hat hier einfach das Haus von Trimax gebaut. Ey, das ist doch kacke. Ey, ihr habt mich komplett weggesprengt, Community, wirklich. Oh mein Gott! What? Also, zum heutigen Community-Event darf ich herzlich begrüßen den lieben Escation. Tobi, was geht ab? Escation! Und den lieben Shortbite Leon. Was geht ab, Leon? Ja. Und bevor ich jetzt weitermache, muss ich ganz kurz meine Subs vorlesen. So, Leute, ihr seht hier also mal Folgendes. Ja, wir haben hier für jeden Spieler 2 Chunks abgestellt. Das ist soweit richtig, Tobi, ne? Weil es sind ja 50 mal 50 ist es. Ja. Alter, ist sogar mehr als 2 Chunks. Ich möchte, dass jeder Spieler jetzt hingeht, ja? Der jetzt hier gewhitelistet wird. Es ist natürlich immer so, dass wir primär Leute whitelisten, die Subs sind, ja? Das ist immer ein 70-30-Verhältnis, das wisst ihr bereits. Ihr sollt später hingehen. Auf diesen 3 Chunks jeweils möchte ich von euch, dass ihr alle eine Stadt errichtet. Eine Stadt, wie ihr sie euch vorstellt. Das kann eine Mittelalterstadt sein. Das kann eine Stadt sein, die aus der Zukunft ist, mit Hochhäusern. Das kann eine Stadt sein, wie New York aus dem 19. Jahrhundert. Ihr sollt auf diesen Grundstücken eine Stadt errichten, meine Freunde. Wenn ihr auf der Whitelist drauf seid, lassen wir das Ganze ungefähr eine halbe Stunde laufen. Danach wechsle ich zu Reacts und so weiter und so fort. Und dann schauen wir später nach der Sonnenwende um 12 Uhr nochmal rein und gucken, wie weit ihr gekommen seid. Also ihr könnt auf jeden Fall die ganze Zeit hier grinden. Lasst nebenbei den Stream offen. Perfekter Abend für euch. Hausaufgaben und sowas fallen heute flach, sage ich an der Stelle. Freistellung, ihr könnt Clip machen und eurem Lehrer zeigen. So zeigt dem Lehrer, dass ich gesagt habe, dass ihr lieber Minecraft spielen okay. sollt. Ihr könnt von mir so die Stadt nach unten bauen. Wichtig ist, dass es eine Stadt ist. Es gibt ein vorgegebenes Thema, okay? Ich möchte, dass es eine Stadt wird. Jedes einzelne dieser Grundstücke hier soll eine komplette Stadt darstellen. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das hier eventuell umgesetzt bekommt. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Vor allen Dingen, wenn halt jeder, wie gesagt, mit seiner eigenen Kreativität da versucht, was zu bauen. Weißt du, was cool wäre? Wenn denn? Die irgendwie so Straßen quasi an die Barrier ranmachen und quasi mit dem Nachbarn ein bisschen verbinden, so oh. wirklich. Das wäre cool. Ich sag mal, sag ich mal so, wenn ihr, ja, wenn ihr eure Städte so ein bisschen miteinander connecten würdet, halt bis hier zum Beispiel, baut ihr halt eine Straße hin. Ich will auf jeden Fall einiges sehen. Ich will Hochhäuser, Flugzeuge, mittelalterliche Städte, römische Städte. Ich möchte jede Epoche der Welt sehen hier an Städten, ja? Ich würde am liebsten alle verschiedenen Epochen sehen und ich fände es richtig geil, wenn ihr da mit eurer Fantasie spielt. Ihr könnt doch gerne Fantasy-Städte oder sowas bauen, aber ey, das ist eure Sache. Hauptsache, ihr macht was Geiles draus, ne? Ganz, ganz wichtige Nummer. Rein in die Olga, rein in die Olga. Bitte baut keine Muchscheiße. Bitte baut was Anständiges, Mann. Ich wünsche mir nicht mehr als das. Und wir sind 100 Spieler, meine Freunde. Möge der bessere Bebauen beginnen. Stadtbauprojekt. Läuft los! Jeder der Spieler wurde nun auf sein eigenes Grundstück teleportiert und hat nunmehr die Möglichkeit, hier eine Stadt zu errichten. Das Grundstück hat ein Ausmaß von 50 mal 50. Und Tobi, wir beide schauen uns heute an, wie die verschiedenen Spieler hier herangehen und was uns hier heute erwartet, nicht wahr? Ja, ist schon jemand fertig. Was? Ja. Wie, da ist schon jemand fertig? Da ist schon eine Riesenstadt gebaut. Tobi, das ist einfach nur... Das ist kein Erdturm, nein. Leute, ich sag's mal so, die Leute, die jetzt hier richtig beschissen reintrollen, AIDS reintrollen, dass es im Endeffekt sch*** aussieht. Grüße geht raus an dich, Poison HD, mit deinem Diamantblock hier. Die dürfen einfach beim nächsten Mal nicht mehr mitspielen. Wir wollen hier Anständige, gebt das Beste, was ihr könnt, auch wenn es nicht viel ist. Der Typ hat nur ein Smiley gebaut, Alter. Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Der Typ hat mit TNT einfach seine Stadt kaputt gesprengt. Munchi, was ist dein Problem? Wieso machst du das, Alter? Was hast du davon? Ich glaube, der baut einen See, nehme ich an. Munchi! Alle auch deaktiviert. Die werden nicht funktionieren. Hört auf, den Wizard zu spawnen! Es funktioniert nicht! Baut eine Stadt! Eine Stadt! Du baust hier nicht nur einen weißen Pimmel hin. Von 5000 Leuten bist du einer von 100! Bann den weg, Digga. Bau hier was Anständiges hier durch! Ich bann dich weg, Alter, mit Big Mac doppelt. Dreifach, Junge. Eklig. Also ich hätte mir eigentlich, guck mal, wenn ich jetzt so ein Grundstück hätte, weißt du, wie ich hingehen würde, ja? Ich würde mir erstmal, genau, er hier macht's richtig, er, Buchstaben, super, guckt erstmal, wo ist der Mittelpunkt des Ganzen. Dann würde ich hingehen, zum Beispiel, oh, Tobi, hier, guck mal her, geil. Oh, ja, let's genau go, so. Let's fucking go, let's mate. Fucking go, let's fucking go, oh mein Gott, Puggles in the chat, this is insane, this is actually insane, he's cracked on the keys, look at them guys, connecting them roads. Das ist insane! Der baut eine Achterbahn hier. Also ich bin mir sicher, dass ein paar Leute das ganz gut hinbekommen werden. Ich sag mal so, ich werde jetzt nicht genau sagen, wie und was, aber das Grundstück, was ich hier als Bestes auserkoren werde, wie heißt denn das? Alter, weißt du, was das Wort ist? Auszuerkiesen. Was? Ja, ich seh's gerade. Das ist der Futur 1. Digga, ich hasse Deutsch. Das ist so eine Sprache. Also die Leute, die ich hier auszuerkiesen werde,
Im Imperativ, Digga, das ist ja, sorry, Alter. Die Leute, die ich hier sage, wo beste Grundstücke gebaut haben, voila, die kriegen später von mir auf jeden Fall eine kleine Überraschung. Ich werde aber nicht sagen, was das genau ist. Der Typ baut hier einfach ein Zelt hin, okay? Also ich sehe ja auch eine mittelalterliche Stadt mit Zelten davor, einer geilen Mauer und so weiter und so drum, ne? Ich sehe natürlich auch hier eine richtig moderne Stadt mit einer fliegenden Einschienenbahn und sowas und so ein Kram. Was das hier werden soll, weiß ich nicht. Mit V8 am Flexen, was willst du mir damit sagen? Er macht eine Burg einfach, glaube ich. Mit V8 am Flexen, guck mal, du baust jetzt ich sag's dir jetzt, wie es ist. Das ist Scheiße. Ich würde dir empfehlen, das aufzuhören, so zu bauen. Der baut weiter. Der hat das gerade gehört. Der baut weiter. Jella, das sieht kacke aus. Tobi? Ja? Komm her. Mann, verdammte Scheiße. Ihr sollt eine Stadt bauen. Was ist das? Das ist ein Stück einfach hier. Droid, du hast jetzt einen Joke, du hast jetzt einen Moment to shine, ja? Ich sag dir jetzt eins. Du hast jetzt 20 Sekunden Zeit, das abzubauen oder ich bann dich weg. Big Mac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da oben ist noch ein... Oh, und alle Schweine leben noch. Gut. Besser ist das, Alter. Alter, der hier hat einen richtig guten Ansatz zum Beispiel schon. King Wookie hier mit so einem Holzding. Das sieht sehr interessant aus hier. Ganz geiler Baustil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es ist immer schwierig, von Anfang an zu judgen, ne? Ja. Aber... Ich glaube, es kann schon was Gutes werden. Ein paar Leute kriegen das sicherlich hin, Digga. Layside, kannst du mir erklären, warum du ein Viereck aus Bedrock baust? Es geht über 3 Plots hier schon. Oh, damn. Oh, damn, Bro. Nice. Sieht übel dope aus. Tobi, ich werde hier aggressiv, hier, ne? Hier gibt es einfach viele Müllhaufen. Einfach viele Müllhaufen. Lol. Die sind aber auch alle so lost. Guck mal, die bauen auch alle so langsam, Alter. Digga, sind das alles Rentner oder was? Alter, Digga. Droid. Der Droid hat hier einfach das Haus von Trimax gebaut. Ey, das ist doch kacke. Gerne auch Häuser bauen, die höher als 4 Blöcke sind, Leute, ne? Ja, Hochhäuser, Städte. Also, Digga, ihr habt die Baugrenze liegt bei 256. Die Häuser können schon ziemlich hoch werden. Denn hier haben wir schon eine ganz lange Straße. Guck mal hier. Da ist zwar in der Mitte ein riesiger Spalt, Tobi. Aber ist geil, Digga. Da, guck mal, da halten 1, 2, 3, 4, 5. Grundstücke schon zusammen. Ja, finde ich richtig nice. Das hier mit der Wüste finde ich auch sehr interessant, das Konzept hier mit der Wüstenstraße. Oh, lol. Oh, damn. Das ist richtig lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plots. Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Die Area hier wird am geilsten, glaube ich. Mittendrin ist dieser Typ Lodge Neef. Der baut eine Asphaltstraße, Alter. Das passt gar nicht. Diese Bedrock-Wand ist wirklich einfach hässlich. Ich würde die am liebsten einfach world-editen. Ich würde die einfach am liebsten wegmachen, diese Bedrock-Wand. Die triggert mich so sehr. Ich mache das jetzt. Oh, du hast dein komplettes Haus gelöscht, was er gebaut hat. Jetzt machen wir nochmal weg und machen das Replace Bedrock mit 0. Wie du einfach den, Digga, alles löscht. Ja, gut, wäre sie so schlimm gewesen, ne? No front an der Stelle. Das sieht schon mal cool aus, Digga, dieses Gate hier. Guck mal, dieses Holzgate. Oha, Digga! Das ist eine richtig geile Westernstadt gefühlt hier. Westtown. Gut, Leute, wir gehen auf jeden Fall jetzt nochmal zurück auf den Minecraft-Server, meine Freunde, und schauen nochmal ganz kurz, wie es hier aussieht, Leute. Wulla, wulla, wulla. Okay, Leute, wir schauen auf jeden Fall mal ganz kurz, wie sich das hier alles entwickelt hat. Oh mein... Ui. Bruder! Bruder, was ist das denn? Alter! Mom! Mom, what the f... Oh mein Gott! What?! Digga, komm mal hier rüber, Tobi. Alter, zu f***ing wild. Und alles connected. Mit Tiefgarage. Aldo. Wow. Komm mal zu mir. Okay. What? Digga, wer ist er denn? Bro, what the f***, actually? Oh, Digga, was? Shit, Alter. Junge, check dir mal das Wüstentown rein. Oh ja, warte. Bruder, das Westerntown ist ja anders wild. Oh, was? Alter, Alter, Tobi, aber das ist fast genauso geil wie deine Schwester. Im RP. Die hat ein Schwein gegrunzt. Warum nur im RP? Ich sag auch ei. Oh mein... Halt dein Maul, komm mal her, What? Komm mal hier. Dieses Haus hier, Digga. Hab ich noch nie gesehen so. Anders f***ing wild. Holy sch***, guck mal bitte hier, diese Altstadt. Ja, ja, ich glaube, ja, doch, das bin ich auch gerade. Digga, die sieht so... Oh mein Gott, Digga, wie Anno einfach, wenn du durchläufst. Nee, 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 nee. Bro, World Trade Center mäßig hier. Ey, okay, Tobi, ganz ehrlich, ich würde dir noch bis morgen Zeit geben. Hier, dieses Downtown gefällt mir richtig gut, ne? Nur, dass der Typ hier richtig reingeschissen hat mit dem Gebäude. Oh. Ey, guck mal hier vorne, der Stadtpark. Bro, what the... Actual haben die gemacht? Digga, ihr habt mich komplett weggesprengt, Community, wirklich. Safe werden eine Menge Leute die Nacht durchgrinden. Ihr habt eh nichts zu tun, Corona. Ey, komm mal hier, jetzt so eine Rettungsbasis, Rettungsstation mäßig. Der baut jemand den Trump Tower? Digga, say what? What? Okay. Also, das hier sieht auch so crazy auf. Komm mal her zu mir, Digga. Also Fantasy-mäßig, ne? Voll geil, Digga. Okay, ich bin gespannt, Leute. Wir checken auf jeden Fall morgen nochmal rein. Geisteskrank wild hier einfach, wirklich. Einfach nur krass gemacht, ehrlich. Großes Shoutout an meine Community und wir sehen uns morgen dann im kurzen Cut nochmal wieder. Der baut hier sogar so ein Haus mit so
hängenden Gärten, Digga. Egal, morgen gleich nochmal. So Leute, Tag Nummer 2 vom Community Event. Ich bin gerade zu Hause und bin gerade an meinem Home-Rechner und sitze hier noch komplett in Schlafklamotten. Deshalb heute keine Facecam hier am Ende des Videos. Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt nochmal hier die Highlights an. Und Tobi, was habe ich gesagt? Komm mal ganz was her zu mir gestern. Ich habe dir gesagt, dass das, was der Typ hier baut, krass wird. Und ganz ehrlich, Digga, cool. Das sieht richtig, richtig Alter. Nice aus. Der hat wirklich ein Ghetto gebaut hier. Guck mal hier, das sieht aus wie dieses vom Drug Dealer Simulator so ein bisschen tatsächlich. Wurde jemand abgestochen. Was? Wir gehen nochmal rüber in die Westernstadt, die wir ja gestern schon übertrieben krass fanden, Leute. Also das ist wirklich extrem insane geworden hier. Sieht wirklich krass aus. Hier ist einfach auch ein Western-Stadt-Hochhaus, alles klar. Noch nie sowas gesehen. Nice one. Alter, das sieht auch so geil aus. Guck mal, dieses mittelalterliche Ding hier, Digga. Boah, die Häuser sehen auch richtig, richtig stark aus. Damn, Bro. Okay, Tobi, denk dran, wir müssen auf jeden Fall auszeichnen, wer definitiv Elite-Class ist, ne? Der hier hat's auch echt gut gemacht, Mann. Also, Digga, die haben wirklich was drauf hier, die Jungs und Mädels, ne? Den könnte man auch mal auf die Liste packen, ja, Tobi, würde ich sagen. Boah, cool, ein Bagger. Oh, geil, Alter. Ey, Digga, guck dir mal bitte dieses Hochhaus hier an. Holy Sch. Dieses Hochhaus ist insane gut geworden, Digga. Das ist so viel Aufwand. Auch das Hochhaus hier, Bruder. Das ist alles so architektonisch gesehen. Das ist ein richtig geile Gebäude hier alles. Wirklich, also ziemlich, ziemlich crazy. Tobi, komm mal hier. Das hier hat mir auch so gut gefallen. Komm mal her. Finde ich persönlich eigentlich auch echt geil. Würde ich Elite-Status verleihen, oder? Kriegt Elite-Status, kriegt auf jeden Fall Elite-Status, Alter. Sehr detailliert hier gebaut. Guck mal, hier mit dem Mechas und allem drum und dran. Doch, finde ich auch geil. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Also ich meine, ein paar Gebäude sind noch so ein bisschen, aber ich glaube, die sind einfach noch nicht fertig, weißt du? Ich freue mich ja gerade. Ah, hier, doch. Ja? Hier ist ein Plot, ja. Ja, das ist alles ein Plot hier. Doch, finde ich auch cool. Kann man auf jeden Fall auch mal, kann man auf jeden Fall mal mit andenken, definitiv. Tobi, das hier ist Elite-Status. Komm mal her. Let's go. Alter. Junge. Servus, dieser Mann. Droid ist doch den wir gestern eigentlich schon bannen wollten, oder? Oh Mann, er hat aber nicht mehr weitergebaut, Digga. Junge, Junge. Oh, damn. Guck mal hier. Oh, schau mal hier. Bro, hier bin ich einmal. Als danke, Revi, für die geilen Content jeden Tag. Ehrenmann. Kurz auf dein Auge. Danke für die geilen Mitwirken hier in der Community. Akani ist mit dabei. Dann ist hier noch Revis Streampartner Escation. Komm mal hier, Tobi. Da bist du. Siehst du das? Da. Digga, da, wie geil. Mit der Augenbraue. Alter. Das bist du, weil du eine Behinderung bist. Ey, Tobi, guck mal hier vorne, Bergdorf-mäßig, auch nicht schlecht. Die Kirche ist ganz schön, Terraforming ganz nice, aber überzeugt mich nicht hundertprozentig. Lass mal was richtig krasses noch so. Auch eine ganz wilde Nummer. Ich glaube, wenn das hier fertig wird, komm mal zu mir, Tobi. Ja. Das hier auf jeden Fall. Also ich meine, es ist noch nicht fertig, aber, Digga, muss auf jeden Fall mit dabei. Man sieht auf jeden Fall, der Kerl hat Ahnung vom Terraforming und sowas, von den Inseln und so. Ganz, ganz wild, Alter. Hey. Angeber Leon auf jeden Fall mit dazu, Tobi. Ganz klares Ding. Junge, das hier ist aber auch so fett, Alter. Scheiße, Mann. Ey, Digga, das ist auch so wild hier, ne? Oh mein Gott, das ist auch so krass hier. Holy shit. Alter, wir haben zu viele Leute, Tobi. Die sind alle zu gut. Die sind alle zu gut. Ich kotze mich gerade voll. Über das Kotze, Tobi. Ich habe alles voll gekotzt gerade. Tobi, ich habe mich angekotzt. Tobi, es ist alles voller Kotze. Ich kann. Auch eine ganz, ganz wilde Nummer. Das Gebäude hier ist ja aber auch übertrieben sick. Damn. Junge, auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall dabei, der Ehrenbruder. Oh mein Gott, es sind so kleine Details, die es ja einfach machen, Digga, ne? Wirklich. Wenn sie Nudes schickt, als ob, Junge, wie geil. Guck mal hier. Grundstück von Zero zockt auf jeden Fall mit im Elite-Status der Ehrenmann. Obi Steven Kenobi, finde ich auch geil. Ganz klein, minimalistisch, sehr schön. Ne? Können wir auch mit dazu nehmen. Pass auf, ich fliege jetzt nochmal ganz kurz rum. Auch hier der Big Ben und alles mit dem Hochhaus hier. Also das Ding ist, das hier ist auch alles ein Plot. Und der Ehrenbruder hat auf jeden Fall hier eine richtig kranke Kirche gebaut. Dieses riesige Hochhaus, was noch nicht fertig ist und so weiter und so fort. Tobi, müssen wir eigentlich auch mit dazu nehmen. Ganz ehrlich, Real Talk. Der David 3206 kommt auf jeden Fall mit dazu. Digga. Mit dem Big Ben? Ja, genau. Finde ich richtig cool. Das hier links daneben auch. Guck mal, oh mein Gott, links daneben ist ja auch richtig geil, diese Altstadt hier. Schau mal. Ey, die beiden auch nochmal, auf jeden Fall hier safe. Warte, ich mach den einen. Ja, Kuss am Godlike. Ja, ach, Romeox ist die Altstadt hier, glaube ich. Ja? Ja, dann auf jeden Fall auch mit am Start. Auch sehr geil. Auch sehr, sehr geil. Digga, komm mal, dieses, Benzin oder diese Altstadt hier auch wieder, ne? Ja, Digga, die sieht so, ich finde es so schön, so, so, keine Ahnung. Ist noch nicht ganz fertig, glaube ich, ne? Nee, ist ein bisschen leer und so, aber Bro, ich finde diese Ninja Party Freak nehmen wir auch mit dazu. Gefällt mir auch sehr gut. Hat auf jeden Fall. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts übersehen. Ich fliege nochmal einmal ganz kurz durch. Aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich geisteskrank von euch überzeugt, als Community. Vorher war ich das natürlich nicht, ne? Jetzt habt ihr meinen Respekt. Jetzt habt ihr endlich meinen Respekt. Alter Junge, dieses Mikrofon klingt so geil. Leute, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz wilde Nummer. Ei, Junge, Tobi, komm doch mal ganz was her. Hier haben wir Organics AF, Alter. Die sind so, ich weiß nicht, was ist, Digga, so Drachen? Nee, was ist das? Doch, ein Drache. Geil.
geil. Aber auch so, geil. So blauer gerade. Ja. Nehmen wir mit rein. Nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Das wird der letzte sein, der hier noch mit reinkommt. Leute, das war's von diesem unglaublich insane Community-Event. Riesiges Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben. Baut auf jeden Fall fleißig weiter. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Runde und nehmen noch ein paar Leute mit dazu. Also baut auf jeden Fall weiter. Ihr habt euch richtig, richtig krass verausgabt. Innerhalb von nicht mal 24 Stunden habt ihr richtig krasse Sachen gemacht. Und hier sieht man auch, es entsteht noch eine Menge hier. Also es ist noch bei weitem nicht fertig. Alle Leute, die hier Platz bekommen haben, macht auf jeden Fall weiter. Und ich bin gespannt auf das erste Elite-Bau-Event. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und ja, ey, riesiges Shoutout an meine Community. Vielen, vielen Dank an Tobi und den guten Leon, der das Ganze hier programmiert hat. Ehrenmann, das hat Gebäude hier auch insane gut, Alter. Perfekt, Leute. Dann war es das von diesem wunderschönen Video. Ich bedanke mich. Wir sehen uns heute Abend um 19 Uhr wieder zu einer Runde GTA Roleplay. Und dann bin ich an der Stelle doppelt und dreifach raus. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein. Schönen Tag und noch. Auf Wiedersehen. Tschüss.